Er sagt, ich wende mich ihm reumütig zu, ich bitte ihn um Vergebung, mehr als 70 Mal am Tag. Der Prophet, wie die Ahlul-Ilm erwähnen, 70 Mal am Tag, das macht wahrscheinlich der wenigste von uns. 70 Mal am Tag, obwohl der Zustand des einen von uns dies oder noch mehr erfordert. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies getan in dieser Häufigkeit? Er sagt ja nicht nur 70 Mal, er sagt 70 Mal und mehr. Die Ahlul Ilm sagen, das war nicht wegen vermeintlichen Sünden oder offensichtlichen Vergehen, die ein Mensch begeht. Aber nach dem Schema und nach der Devise, sie sagten, Abrar, Hasanatul Salihin, Sayyatul Abrar. Das war ähnlich. Die Hasanat der Salihin, der frommen Tüchtigen, sind schlechte Handlungen der Abrar. Abrar sind die, wie soll ich das sagen, die mehr als tüchtig. Das heißt, anders ausgedrückt, sie sagten, der Istighfar des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht wegen diversen vermeintlichen Sünden gewesen, sondern wegen der Erkenntnis und des Eingestehens, dass er Allah Ta'ala nicht so dient, wie es seine Glorie, seine Herrlichkeit gebührt. Das heißt, seine Unzulänglichkeit eingestehend und dass er als Mensch gar nicht das Verfügen hat, Allah Ta'ala so zu dienen, wie es ihm gebührt, das sieht er als eine Sünde, yani mit Vorbehalt, die es von ihm verlangt, dafür um Vergebung zu bitten. Und deswegen sehen wir in dem Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser berühmte Hadith, den bestimmt jeder von euch schon mal gehört hat, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Nacht aufstand für das Gebet und die Frau sich wunderte, warum er sich das antut, im Gebet steht, bis seine Füße anschwellen vom langen Stehen. Und er sagte dann, Afala akunu abdan shakura, soll ich denn kein dankbarer Diener sein?